24 Stunden pflegen, so der Titel des neuen Programmes von Ermi Oma alias Markus Hirtler. Die Vorstellungen der Ermi Oma begegnen dabei dem Pflegealltag und dem Alltag der Pflegenden. Mit viel Humor und gepflegtem Hinschauen wurden im Centro Rohrbach beide Seiten beleuchtet. Das Centro Rohrbach war bestens gefüllt, denn alle warteten gespannt auf sie. Ermi Oma, eine forsche Seniorin, die gar nicht auf den Mund gefallen ist. Du kriegst schon was. Geh nachher nicht, du kriegst schon was. Schau, das ist doch Zeiten, dass du mich nicht vor der Sohn stehst. Wir dürfen bei uns im Altersheim keine Haustiere haben. Zwängst der Hege nie, aber den dürfen wir haben. Weil das infektioniert, das ist mein Desinfektionspudel. Ja, Ermi Oma sitzt im Altersheim, aber wie so viele möchte sie gerne zu Hause bleiben, solange es geht. Eine 24-Stunden-Pflege muss her. Vielleicht findet sie jemanden aus dem Publikum. Vorsichtig! Ja, es geht schon, sehr vorsichtig, sehr langsam, da musst du aufpassen. Das ist der Pflegestufenbeschleuniger. Jetzt auf, ich fahre es her, hast du drei Pflegestufen durch. Ermi Oma wird gespielt vom Kabarettisten Markus Hirtler. Dieser schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz. Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang als Krankenpfleger, Pflegedienstleiter, Heimleiter und Sozialmanager. Wir schauen uns an, wie es der Ermi Oma gegangen ist, wie sie es daheim nicht mehr geschafft hat. Sie hat sich mit der Schwiegertochter ein bisschen verbissen. Und mit dem Enkel gemeinsam geht sie dann auf Suche nach einer 24-Stunden-Pflegerin. Das Enkel sucht aber eine Beziehung auf Tinder. Und die Oma über die Pflegebörsen. Und es geht so um diesen Zugang in unserer Gesellschaft, wie gehen wir mit Beziehungen um? Wir tauschen aus, wie es uns passt. Also als würde man im Supermarkt durchfahren mit dem Einkaufswagen und die Schoko vom Keks runterkratzen und das trockene Keks lassen wir dort. Und im Grund geht es darum, wenn wir wollen, dass Beziehungen gelingen, müssen wir uns aufeinander einlassen. Und wer bereit ist zu verstehen, wird auch verstanden werden. Und es dreht sich rund um den Themenkreis. Eine 24-Stunden-Pflege. Im Publikum fragten wir nach, wie diese Dame oder dieser hier sein soll. Man muss auch auf die Qualität ein wenig schauen. Das hat man sich auch im Leben verdient, dass man dann, wenn man alt ist, auch noch wirklich pflegerisch bedient wird dann. Ein Verständnis von ihm, weil er lästig sein kann und dass er dann auch zu mir nett ist. Oder zumindest, dass er so nett ist, wie ich zu ihm bin. Ja, da kann ich nichts sagen dazu. Wenn ich mir wünsche, das Pflegerin. Ja, eine schöne, hübsche, ist ja klar. Über das haben wir noch keine Gedanken gemacht. Das kann keiner, wie es will. Was macht denn all die Leute so liebenswert eigentlich? Das Schrullige. Weil sie so schrullig sind und ja, einfach lieb sind sie einfach. Die meisten zumindest. Ja, wie Ermi Oma. Ehrlich, direkt und schrullig. Familienbankomat. Wenn sie ein paar Geld brauchen, sind sie da. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum habe ich am 1. mehr Besuch als am 30. Eine rumänische Pflegerin kriegt dich um 32 Euro pro Tag.
das sind pro Stunde 1,33 Euro brutto. Das könnte ich mir vorstellen. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen auf die Uhr geschaut, wenn du bei mir zur Hand gegangen bist. Ich bin auf 4 Stunden gekommen im Monat. Das könnte ich mir vorstellen. Ich habe gesagt, 4 Stunden mal 1,33 Euro sind summa summarum, wo sind die Schnellrechner? 5,32 Euro. Habe ich gesagt, das könnte ich mir vorstellen, und weil du immer lieb bist zu mir, würde ich ganz großzügig ordentlich aufrunden auf 5,35 Euro. So, und damit nicht so viel Bargeld im Haus umeinander liegt, hätte ich mir Folgendes gedacht. Die 5,35 Euro könnt ihr in Zukunft von der Miete, die ihr mir bisher sowieso noch nie gezahlt habt, abziehen, dann sind wir quitt. Knallroten Schädel hat es gekriegt und dann hat es einmal einander geschrien. Dann setz dich auf dein Pflegegeld und brut's aus, du alter Geizkram, du brut dein Pflegegeld aus, dann hol dir deine rumänische Pflegerin, wirst du sehen, was du hast, wirst du sehen. Wer weiß, hast du überhaupt ein Pflegegeld, wie viel Pflegegeld hast du? Hab ich gesagt, über Geld reden wir nicht. Ding ist ausgerannt, hat die Tür zugeknallt, den Sohn einpackt, die größeren, kleineren Kinder einpackt und weg war's. Jetzt bin ich gesessen und gerät. Bin ich gesessen und gerät. Ich hoffne, die hoffne. Mir zu lautern. Kennst du das, wenn du in einer Familie was sagst, was verkehrt ist? Kennst du das? Kennst du das, wenn da was ausrutscht, was da lautert? Ich habe mir wirklich gedacht, ich hätte so nachrennen und um Verzeihung bitten. Dann ist mir eingefallen, der Rollator geht gar nicht so schnell.